Hallihallo, Hallöchen. Es geht fröhlich weiter mit G2. Wir sind hier immer noch im Sumpf von Jakenda. Und diese Sumpftrolle wird sterben. Wir hatten ja in letzter Zeit sehr viele Spielabstürze, was mit gewissen Grafikproblemen des Spiels zusammenhängt. Kannten wir ja leider auch schon aus Gothic 1. Es läuft einfach nicht mehr flüssig mit den moderneren PCs. Beziehungsweise flüssig läuft schon, aber nicht mehr kompatibel. Ist da was geflogen im Sumpf? Das ist ein Golem. Was will der denn hier? Ich dachte, ich hätte hier alle getötet in der Nähe. Ich hoffe mal, das Spiel wird spielbar bleiben weiterhin. Wenn ab und an mal ein Absturz kommt, gut, daran kann ich nichts ändern. Das ist ärgerlich. Aber das halte ich aus. Aber was ich nicht aushalte, ist, dass der Golem nicht sterben will. Aha. So, jetzt sind wir mal wieder hier unten am Hauptsumpf gelandet. Wunderbar, eigentlich wollten wir ja weiter hinauf. Ich blicke auch langsam nicht mehr durch hier. Zu viel Sumpfgebiet. Wo bin ich? Wo war ich schon? Was muss ich noch erledigen? Auf jeden Fall muss ich hier noch ein bisschen sammeln. Schöne Urwaldgeräusche. Zack. Alles kommt in mein Inventar. Ach, da unten haben wir auch noch mehr. Heilpflanze, Dunkelpilz. Ach, ist das fein. Wieder haufenweise Pilze fürs Inventar. Hier hängen auch wieder überall Pilze rum. Was soll denn das? Und was knackt hier so widerlich? Ist das das Holz? Ein alter Knacker ist das Holz. eine Sumpfkastrone. Hallo. Gute Nacht. Da hinten schwirrt auch eine rum. Heilkraut. Bolzen. Bolzenzeug. Warum nicht? Ach, da ist auch eine Schatzstelle, sehe ich gerade. Schatz, ich hab die Stelle. Kralong. Kwong. Swurch. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak, alte Steintafel, Amulett. Nichts zu holen. Das ist tote Sumpfgastrone, wunderbar. Oh, eine Truhe. Mit Bolzengold und einem kleinen Heiltrank. Alles Dinge, die man gebrauchen kann. Klappe. Könnte ich auch mal was treffen zur Abwechslung? Danke. Was hier so alles wächst im Sumpf? Ein Wunder, dass hier überhaupt irgendwas wächst. Laut den Steintafeln hat doch Adanos das Meer hier überschwappen lassen. Also rein theoretisch dürfte hier überhaupt nichts mehr wachsen. Ist ja alles versalzener Boden, aber gut, okay. Solange es brauchbare Pflanzen sind, bin ich zufrieden. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Kommt her. Nana. Beide tot. Da ist nichts zu holen. Beide nicht mehr zu retten. Ich bin ein Mörder. Aber es ist mir egal. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Wofür braucht man ein schlechtes Gewissen? Das bringt nichts. Ich habe eine Leiter gefunden. Endlich mal eine Leiter. Im ganzen Spiel keine Leiter gefunden und jetzt zack steht sie vor einem. Aber wo wird sie hinführen? Und wird es mir gefallen? Das ist wohl die wichtigste Frage. Nicht, dass sie jetzt irgendwo hinführt, wo ich direkt runterfall. Vulkan oder so. Kleines Baumhaus, was? Ah, eine Schatzstelle, sehr schön. Ob das die Schätze von dem Captain Crack sind? Weil er hatte ja immerhin diese Flaschenpost mit den ganzen Dingern. Morgenstern, ist der gut oder schlecht? Ah ja, gibt Besseres, sage ich mal. Hammer. Ich denke mal, das sind die Schätze von Captain Crack, die wir hier klauen. Ich hoffe, es stört ihn nicht weiter. Yeah, offen.
Goldbolzen, Pfeile. Und von allem mehr als genug. Nimm deinen Fuß aus der Kiste, das tut man nicht. Sondern dann wollen wir uns den Schatz mal holen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Ring und eine alte Steintafel. Wunderbar. Apropos Schatz, wo ist denn die Schatzkarte? Jetzt möchte ich es genau wissen. Was haben wir hier noch zu holen? Komm schon. Zeig's mir. Zeig's mir, Karte. Okay. Wir haben das und das gefunden. Da haben wir jetzt hier erstmal nur noch eine Schatzstelle. Und dann fehlen uns noch drei... Nee, die haben wir ja auch schon. Eins, zwei Schätze noch. Eine können wir nicht holen, weil wir keine Akrobatik haben. Und bei der anderen müssten wir noch hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht sogar schon haben. Aber Schätze haben wir bald keine mehr zu heben. Ist auch gut so, mein Rücken tut schon weh vom Schätze heben. Haha. Ach, Mann. 3, 2, 1, abwärts. Geht nicht, ich muss klettern. Schade eigentlich. Schön, wie ich in der Luft schwebe. Ich halte mich nur durch die Kraft meines Willens an der Leiter fest und rutsche langsam hinab. So, ich höre Goblins und ich sehe Pflanzen. Und ich sehe einen Teleportstein. Und ich frage mich, was das da hinten für Hütten sind. Das ist der Teleportstein. Achso, das gehört da hinten jetzt schon wieder zu den Banditen-Dingerschen. Okay. Ah, ist schon nicht so einfach. Wir bleiben erstmal auf der Seite des Sumpfes. Da hinten sind nämlich, glaube ich, auch schon ein paar Banditen. Wir wollen die ja nicht aufschrecken und gegen uns aufwiegeln. Ah, es summt. Es summt. Es summt? Es summt immer noch. Ja, Bandit. Karlatsch. Karlatsch. Kann ich auch mal was treffen hier? Jetzt halt die Klappe, du Fliege. Sumpfgastrone. Komm schon. Ich weiß, dass ich treffen kann. Ich muss nur an mich glauben. Oder alternativ ein paar Schritte näher rangehen. Zack, schon klappt das Ganze. Schwarzer Goblin. Wir bleiben einfach auf der Seite des Sumpfes. Oh, so viele Sumpffliegen. Sumpffliegen sage ich schon, Blutfliegen. Blauflieder und der vorletzte Teleporterstein wird aktiviert. Los geht's. Schönen guten Tag. Bei wem darf ich mich melden? Bei dir, ne? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Danke sehr. So, der letzte Fokusstein. Wo müssen wir hin? Tal. Das hier müsste Sumpf sein, ne? Jo. Okay, jetzt arbeiten wir uns weiter nach vorn durch. Stirb, Sumpfratte. Ich hab gesagt, du sollst sterben. Dass die Biester nie hören können. Diese Sumpfgeräusche, die machen mich alle. Dieses... Das macht mich fertig. Es hat irgendwie so eine betäubende Wirkung, sag ich mal. Irgendwie so... Ja, hypnotisierend fast schon. Krieg ich doch Angst. Haben wir noch Dunkelpilze? Dumme Frage. Besser ist, wo haben wir sie? Oh, 29 inzwischen wieder. So viele Dunkelpilze wachsen hier. Alle schön reinstopfen. Das schmeckt gut. Ich hasse Pilze, aber es schmeckt. Oh,
Diese ganze Pilzreinstopferei hier. Yeah, Mana plus 5. Wir sind voll der magische Krieger. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch keine Spruchrolle mehr, die wir nicht benutzen können. Mana haben wir mehr als genug. Für alle möglichen. Mein Gehör sagt mir, es gibt hier Goblins. Mein Gespür sagt mir, du bist eine Bockwurst, weil du nirgendwo reinfindest. Gefunden. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Geh weg. Sturmknecht. Das klingt ja mal lustig. Was ist denn das? Ist das eine Keule oder so? Das ist eine verdammt gute Keule. Zweihandkeule. 115 Stärke brauche ich dafür. Habe ich aber nicht. Ich bin ja eh nicht der Zweihandkämpfer. Ich bin hier für Einhandsachen da. Einhänder sehen eh cooler aus. Hier bin ich falsch. Hier aber nicht. Da, geh weg. Müsste auch einer ran haben. Ah, geh weg. Viel zu viele Gegner. Ja. So, mein braver Goblin, du kannst dich doch hier nicht mitten am Tag hinlegen. Was sollen denn die anderen Goblins von dir halten, du faule Socke? Faules Schwein legt sich hier pennen, während ich sehen kann, wie ich komme. Ach, da sind noch mehr Pilze, wunderbar. Hey, du hast deine Steintafel, komm her. Still ist es auf einmal, wenn man die Goblins nicht mehr hört. Ach, Reptilienhaut, ist das? Minecrawler Panzerplatte, das ist gar keine Steintafel. Ich dachte, das wäre eine gewesen. Na gut. Lese ich halt aus der Minecrawler Platte irgendwas raus. Ich kann ja selber was draufschreiben. Meinen Namen zum Beispiel, da kann ich mir den endlich mal merken. Bolzen, Bolzen. Pilze ohne Ende. Ich esse in letzter Zeit so viele Pilze, nicht, dass ich selber noch zum Pilz werde. Es würde mich nicht wundern, wenn ich hier bald rumrenne und jeden einen mit meinem Pilzkopf knalle. So, Sumpf. Wo geht's weiter? Gib mir einen Tipp. Da ist die Leiter, also geht's nach hier oben weiter. Ach, da sehe ich auch schon das nächste Herrenhaus. Stirbst du bitte? Ich danke dir. Ah, geh weg. Ich sag, geh weg und es stirbt sofort. Weggehen hätte genügt. So viele Pflanzen hier. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht alle Pflanzen finden, aber wenn ich hier schon mal was sehe, dann nehme ich es auch mit. Irgendwer muss das Zeug ja nehmen. Nichts zu holen. Ach, du bist tot, ne? Bevor wir hier hoch zum Herrenhaus gehen, schaue ich mich noch schnell hier im unteren Bereich um. Ich glaube nämlich, hier ist der nächste Schatz. Ah, geh weg. So, ihr fetten Sumpfratten. Gebt mir euer Fleisch. Die ist aber weit weg. Kann ich die treffen? Mit einer Menge Fantasie. Muss ich jetzt extra wegen der Blutfliege doch noch hier lang rennen? Stirb. Stirb auch. Stirb erst recht. Und sag mir vor allem, wo zur Hölle ich hier schon wieder bin. Also die Karte brauche ich hier öfters. Ich kenne mich hier noch nicht ganz so gut aus. Okay. Das gehört alles noch zu der Seite, wo ich bleiben wollte. Also können wir auch hier unten noch uns umschauen, ob wir irgendwas Tolles finden. Feuerwurzeln. Vielleicht gibt es hier diese Schatzstelle. Ich weiß nicht mehr, ob die oben oder unten war. Auf jeden Fall kann ich mich an sie noch erinnern. Aber ich schaue mich einfach mal hier um. Ah, ich glaube, die war oben. Hier unten sind nichts weiter. Ah, doch! Eine Axt und eine Spruchrolle. Naja, rostige Axt.
Was soll man davon schon groß halten? Pilze! Alle Pilze dieser Welt gehören mir. Ich bin der Pilzpeter. Ich bin der Pilzpeter. Muss ich wieder nach oben? Mein Inventar ist so voll mit Zeug. So, dann werden wir nämlich hier unten noch die Seite vom Sumpf ein wenig untersuchen. Bogen gezückt. Wir wollen ja wissen, wo Gegner hocken. Da unten fliegt schon wieder einer. Oh, da ist auch einer. Geh bitte sterben. Komm schon, stirb. Hör auf, achten zu fliegen und stirb endlich. Lol, ich habe die Sumpfratte getroffen, wollte ich gar nicht. Tut mir leid, Sumpfratte. Es war sowieso Zeit, dass du stirbst. Bin ich denn hier schon wieder gelandet? Ich sehe schon wieder Ruinen. Gib mir mal die Karte, ich habe schon wieder nicht den Überblick, den ich gerne hätte. Warum dauert denn das immer so ein paar Sekunden, bis hier mal die Karte aufgeht, Mensch? Ich denke, hier hinten wird nichts weiter groß sein. Wir gehen da trotzdem mal lang. Ah, Sumpfdrohne. Bam. Heilpflanze. Und was haben wir da? Oh, ein Pilz. Lange nicht mehr gesehen hier. Ein paar schöne Pilze. Das mag ich doch. So, da würde ich sagen, haben wir für heute genug gemacht. Wir haben ja viel erlegt. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann noch da hinten umschauen und dann, denke ich mal, auch das Herrenhaus stürmen. Ich würde sagen, ohne Umschweife, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.